Einen wunderschönen guten Morgen. Ich schalte euch ganz früh ein. Ich bin seit 3 Uhr wach. Wir haben jetzt 10 vor 8. Heute ist der erste Schultag mit Homeschooling. Wir haben schon gefrühstückt, beziehungsweise sind noch dabei. Der Kamin ist schon an. Bernd ist jetzt im Büro. Calvino ist auch in seinem Büro. Homeschooling halt. Und Smurfy und ich sind auch in unserem Büro. Ich bin gerade dabei, hier das Sofa alles abzubauen. Also die Decken alle runterzunehmen und alles abzusaugen. Denn es sind jetzt heute tatsächlich nur noch 4 Tage bis zum Geburtstermin. 4 Tage. 4 Tage. Und wenn wir halt zum Geburtshaus fahren, dann kommen ja hier Bernds Eltern hin. Und ja, da möchte ich halt, dass es hier ordentlich ist. Und deswegen versuche ich jeden Tag hier das Sofa abzusaugen, alles abzusaugen, weil der Beagle-Glitzer ist immer überall, ne, Smurfy? Du verteilst den gerne, ne? Machst du alles schön? Ja. Genau. Und dann wechsle ich immer die Decken und alles, saug alles ab. Heute mache ich auch oben im Bad und im Schlafzimmer. Es wird so ein bisschen so ein Haushaltsvlog. Vermutlich. Man weiß es ja nie so genau bei uns. Zwischendurch ruhen wir uns aus, ne? Du auch. Das mir fehlt gerade schon sein Riesenknochen gefuttert. Der muss jetzt verdaut werden, ne? So, jetzt bringe ich den mal nach oben hier. Ich habe im Hintergrund die ganze Zeit Ente vorlaufen. Vielleicht gibt es was Neues. So. Dann kann der nämlich oben das Schlafzimmer saugen und das Bad. Und ich muss hier die Treppen offensichtlich wieder manuell saugen. Ich habe das selbstgebackene Roggenbrot von gestern mit dem Sauerteig und Maiskolben, diese Mini-Maiskolben, die eingelegten, die sind sehr lecker. Ich habe einen, der aufpasst, dass mir auch ja nichts runterfällt. Und als Getränk gibt es Wasser mit Eiswürfeln. Ach so, und da drauf habe ich Mett. Keine Sorge, das ist kein rohes Schweinefleisch. Weil sonst, ich sehe schon die Kommentare, wenn man schwanger ist, darf man kein Mett essen. Mache ich nicht. Bei uns ist das Gesetz, wer auf dem Sofa isst, muss teilen. Das frisch gebackene Brot, die Kruste ist noch ganz knusprig. Jetzt habe ich so viel im Haushalt gemacht und hatte gerade eine Wehe. Eine Wehe, die so etwas stärker war. Das wird nichts. Calvino hat heute Morgen auch gesagt, er glaubt, das wird ein Spätbaby. Schauen wir mal. Pfötchen gibst du? Auch Baby. Auch Männchen? Oder stirbst du jetzt vor Verhungerung? Bernd bereitet hier schon das Essen vor. Das wird Gyros nachher. Wir machen nämlich Pizza heute.
Und du erfüllst meinen Wunsch, Kartoffelsalat. Da müssen wir gleich nur Gurken holen, weil ich wollte den mit Gurkensalat zusammen. So geriebene Gurken mit Sahnesoße. Nee, den mache ich mir selber, mein Gurken. Ich will ihn ohne Sahnesoße gleich. Ich habe so ein Rezept entdeckt. Genau, Vorbereitung. Und weil wir jetzt spazieren gehen, müssen wir vorher noch was essen. Toast mit Metti. Metti, Metti, Metti. Ich habe den noch nicht probiert, aber ich bewundere ihn beim Umrühren die ganze Zeit. So eine riesige Schüssel. Wir haben heute riesen Hunger, ne Calvino? Wie viele Toast hast du gegessen? Viele. Viele? Fünf? Ja, ne? Plus die Yum-Yum-Suppe. Ja. Plus ein Apfel. Ja. Ach stimmt, Maxi King hast du auch noch gegessen. Jetzt isst du noch einen Apfel. Und noch mehr mit. Schule ist anstrengend, der erste Tag. Können wir unterwegs essen, oder? Oder wollen wir jetzt noch nicht los? Doch, wir müssen gleich los, weil der Calvino ja jetzt nur Mittagspause hat. Und gleich. Und sind da Löcher drin in den Äpfeln? Wieso sind da Löcher drin? Hier sind noch drin. Zeig. Und hier ist ein Loch drin. Ah, da hat einer reingepiekst. Ich will den anderen, wenn du die dann nicht essen möchtest. Ich esse jetzt auch ein Loch drin. Ich schneide das raus. Hier sind viele Löcher drin. Das sind gar keine Löcher. Ist wahrscheinlich so die Sorte. Etti! Runter! Er sagt, der Kartoffelsalat ist super so. Ja? Ja. Ein bisschen muss er kotzen, sagt Etti. Das kannst du abschneiden auch. Mal unsere Bananen, wie die aussehen. Das sind die besten so. Bitte? Soll ich keinen Apfel auch abbeißen? Ich möchte keinen Apfel. Ich probiere jetzt den Fleischsalat, wollte ich sagen. Den Kartoffelsalat. Die ist hier. Ist die schon trocken? Ja. Der ist super lecker. Ja, er lacht lecker. Räumst du das noch weg, Calvino? Ja. Oh, ist ja lecker. Echt? Mhm. Das ist so geil. Und Smurfy mag den auch. Und Smurfy mag alles. Hat schon schön Wasser gezogen. Der muss jetzt eine Stunde stehen und einziehen. Das ist einfach nur Salz, Pfeffer, ein bisschen Kräuteressig. Leider habe ich keinen Dill mehr hier, sonst hätte ich da Dill reingemacht. Und hier ist der Pizzateig in Bearbeitung. Anderthalb Stunden noch. Und weil wir jetzt so fleißig waren alle, also Calvino ist jetzt wieder fleißig, der ist oben, Homeschooling geht weiter. Und ich gehe jetzt aufs Sofa. Du auch, ne? Gucken wir mal. Hast du gesagt, ja. Gucken jetzt Fernsehen. Smurfy wartet auch schon. Ne? Hier. Und hier, das habe ich euch auch noch nicht gezeigt. Hier in dem Laufstall haben wir alles fürs Baby erstmal so drapiert, was wir so brauchen in den ersten Tagen. Feuchttücher. Eine Packung Pampers, die haben wir geschenkt bekommen von DM. Hier sind Waschlappen, weil wir ja nicht nur mit Feuchttücher wickeln möchten. Hier sind zwei Stoffwindeln, diverse Spieluhren von allen möglichen, also von Bernd, von mir, von Calvino. Die haben wir alle gewaschen, getrocknet und da rein. Unser Asiatöpfchen zum Abhalten. Hier sind die Dinger hier, die kommen hier in diese Stoffwindeln rein. Dann haben wir Mullwindeln. Anziehsachen zum Wechseln und diese Snappies für die Mullwindeln. Hier, habe ich auch gerade zum Bernd gesagt. So, der Haushalt ist jetzt einigermaßen gemacht.
Ich war duschen, fertig gemacht. Es ist tags, es ist nicht Sonntag oder so, es ist nicht mitten in der Nacht. Ich bin bereit, also es kann jetzt losgehen. Ja, und da war Calvino voller Freude und hat gesagt, ja, es soll losgehen. Oh, Smurfy, kommst du jetzt kuscheln? Ja, okay. Komm kuscheln. Das ist aber mein Platz hier. Hm? Ist dir egal, ne? Ist dir egal. Dann leg dich hin. So, wir wollten jetzt eben im Schlafzimmer die Gardinenstangen anbringen. Das sind die aus der alten Wohnung noch. Die kommen hier so drauf. Zack. Und das ist eine Doppelgardinenstange. Ich habe einfach bei IKEA eine günstige weiße geholt. Die kommt dann da hinten dran. Also an das Hinterteil. So. Dann nehme ich das schon mal mit, ja? Müssen wir nur noch die Gardinenstange da etwas kürzen. Die ist etwas lang auf der einen Seite. Und hier unten muss ich die Spitzengardine etwas kürzen. Und ich habe überlegt, dass ich die einfach abschneide da unten. Auf der Höhe von dem Vorhang. Und dann schaue ich einfach mal, ob das umgenäht werden muss oder nicht. Ich denke mal nicht. Hier müssen immer die Elefanten hängen, die sind von meiner Mama. Die waren immer schon an dieser Gardinenstange, seitdem ich die habe. Und unten, ja gut, ist nicht 1A gerade, aber ist auch nicht so mein Traumjob, das zu machen. Supi, freue ich mich. Weil immer, wenn ich hier nämlich mich abends angezogen habe, da hatte ich Angst, dass hier einer von unten irgendwie reinguckt von draußen. Jetzt kann ich das zumachen. Und alles ist zu. Super. Wie geht's dir, Bernd? Mhm. Bist du bereit für die Geburt? Mhm. Ja? Ich bin ja bereit für das Irrelevant. Du musst bereit sein. Ich war den ganzen Tag bereit. Ich habe gerade noch gewischt, gesaugt und gewischt. Weil Calvino hat gesagt, es geht heute Nacht los. Hab ich gesagt, und dass er morgen keine Schule hat. Ja, er hat gesagt, er wünscht sich, dass es nachts losgeht, weil dann würde ich ihm ja Bescheid sagen oder wir würden ihn ja wecken und dann könnte er nicht mehr schlafen wegen der Aufregung und dann müsste er kein Homeschooling machen, hat er sich gewünscht, dass es heute Nacht losgeht. Oder er meinte dann, es geht heute Nacht los. Für eine Woche. Für eine Woche. Ja, jedenfalls war ich den ganzen Tag bereit, aber jetzt möchte ich nicht, jetzt möchte ich schlafen. Wenn dann morgen früh kann es losgehen. Ich möchte ausgeschlafen dahin gehen. Oh, jetzt haben sie im Angebot hier 3,8 Liter Tabasco für 18 Euro. Jo. Eine Gallone. Wer kauft sowas? Und danach der eklige Tabasco. Wieso der eklige? Ja. Wie geht's mir? Ich habe ab und zu eine Senkwehe, ein Ziehen im Bauch. Der Bauch wird hart, aber nichts Regelmäßiges und nichts, was ich jetzt sagen würde, da müssen wir die Zeit mal stoppen oder jemanden aktivieren, dass er hier hinkommt. Alles, ja, deutet darauf hin, dass es noch weiter dauert. Scheint gemütlich zu sein da drin. In dem Modi. In dem Modi. Gut, dann werden wir jetzt hier den Vlog beenden und wir sehen uns morgen bestimmt wieder in alter Frische. Oh. Ja. Vegane Werbung. Ja.
Und schauen, was morgen passiert. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen. Tschüss.